Einen mache ich noch, dann gehen wir wieder weiter. Wollen wir mal sehen, was uns da ausfiel. Ja, sehr gut. Hier gibt auch eine Gas- und Räucherzone, ne? Alter Audi 80, ne? Alter, 20 Jahre alt. Also. Sprit war sehr teuer, ne? Also 1,50 war sehr viel für den DDR-Bürger. Und die Autos haben tierisch verbraucht. Mein Moskvich hat 20 Liter genommen im Durchschnitt. Und Autobahn 30. So, mein Mercedes nachher, 1,8 Liter Maschine. Eingefahren habe ich da noch, dann haben sie mir geklaut. Aber sie haben sich von mir einfahren lassen, weil der Fachmann bin. Der hat 6,5 Liter verbraucht. Fernverkehrsstraße und Autobahn, ne? Mhm. Autobahn bin ich nur bis 160 gefahren, dann hatte ich mehr nicht. Also in diesem Mix hat er nur 6,5 Liter gebraucht. Durch die Stadt, also nur Stadtverkehr, hat er 8 Liter genommen. Ne? Also nur Kurzstrecke Stadt. Also immer von Deko nach Lippenklau. Da hat er dann mehr genommen. Das war's. Mein Moskvich hat minimal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, so 12, 13 Liter genommen, weil man durfte nur 80 fahren, Fernverkehrsstraße und haben wir auch gemacht. Da waren einfach zu viele Bäume auf beiden Seiten, ne? So, da war dann am billigsten. Und, Sprit wurde gepanscht, man hat dann einfach halbe gemacht, mehr Waschbenzin reingemacht. Noch viele Kumpels von mir, die nicht so viel Geld hatten, ne? Hier habe ich denen dann auch die Zündung verstellt, damit sie nicht so klingeln. So, das Zeug selbst war ganz, ganz schlimm. Selbst mein Mossi hat immer geklingelt, ne? Und selbst nach 1990 muss man gepanscht haben, also 91 hatten wir den Mercedes. Dann hat es auch der Mercedes ab und zu geklingelt, ne? Was ich gar nicht begreifen konnte. Dann haben wir noch einen nächsten teuren Sprit genommen und da hat er auch geklingelt. Also hat Ostminol da noch gepanscht, ne, Nati? Genau. Aber auch andere, die ja da den Sprit dann geholt haben vom Hafen und so, ne? Ja. Die kamen ja nicht mit den Lastzügen. Also wurde denn da im Osten noch Sprit gepanscht? Wir hatten ja sowieso einen 70-Liter-Tank, naja, nur auch 55, weil man hat ja unsere Autos ausgetauscht hier. Aber die erste Zeit, ich glaube, die ersten 10.000 hat er in uns gelassen, oder 6.000 oder 7.000, dann hatte ja. Nee, dann, nein, stimmt nicht. Also bis zur zweiten Durchsicht, ne? Nach 10.000 war ja normal eine, ne? Nee, erste Durchsicht war das, ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Nee, erste war noch eher. Nee, das war erste, ne? Also 10.000, zweite 20, da war wohl umgetauscht, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Ist ja auch egal. Jedenfalls war das ganz schlimm mit Sprit. So, und dann hat man ihn uns ja getauscht und wir haben deshalb extra 70 Liter Tank genommen. Damit wir im Westen tanken können. Damit wir auch lange Strecken nonstop fahren können. Die Tankstellendichte war sehr, sehr dünn in der DDR. So, wir haben auch eher gedacht, dass wir auch mal nach Polen fahren können und nach Russland, ne? Haben es ja nachher gar nicht hingetraut. Offiziell. Da war natürlich mehr wie bei mir gewesen. Und deshalb hat es auch größere Liter-Tag. Also kann man dann auch gleich sagen. So, was war noch? Gute alte DDR, also wenn sie meinen, dass sie ein endliches Autoradio gekriegt haben, das konnte sie sowieso vergessen. Radio mit Kassette, immer Goldstaub, ne? So, wenn sie meinten, dass sie irgendwas anderes Schönes fürs Auto kaufen konnten, ja, das vergessen sie doch einfach. Eigentlich gab es noch nicht mal Nebelscheinwerfer. Und wenn sie das gesehen haben, meine hat ja gelbe Nebelscheinwerfer, absolute Rarität, ne? Absolut war erlaubt in der DDR. Kann man besser sehen mit gelben Nebelscheinwerfer. Ne, aber absolut Goldstaub. Und meine war noch kaputt. Ein Nebelscheinwerfer hat einen Unfall gehabt. Und da wird die Ecke ausgestoßen, ne? Mhm. Und die habe ich irgendwie gekauft. Wir mussten immer auf Annoncen schreiben. Wir haben ja keine Teile mehr gekriegt für unser Moskvich. Und der hatte sie liegen, ne? Hat gesagt, hat einen Unfall gehabt, der eine ist kaputt. Habe ich mir schön gepflegt. Eine schön mit Genosil geklebt. Das Glas, ganz kleine Glasecke. Dann habe ich super schöne gelbe Nebelscheinwerfer. So, und auch mein Scheinwerferlicht war besser als das von Mercedes, weil ich habe einfach den Moskvich Scheinwerfer umgebaut auf H4. Auch das
habe ich alles selbst gemacht. Musste ich natürlich alles neu berechnen, aber es war nicht geplant und es war auch verboten nach der STVO. Ich habe den ganzen auseinandergenommen, habe die ganzen Spiegel auseinandergenommen, das waren noch Blechspiegel, die habe ich wieder neu hart verlötet, habe ich mir genau ausgemessen. Denn immer am Garagentor habe ich mir dann immer ganz genaue Kreuze aufgezeichnet und so, damit ich auch keinen Blend, weil das ja auch heller wurde, ne? Hinter Karl, dem Idioten, bin ich mal gefahren, gefragt, ob ich Scheinwerfer habe. Nee, das ist Scheinwerfer, ne, Nadel? Das war blind. Bei Scheinwerfer gingen natürlich auch meine beiden Weichstrahler an, die sie da rübersehen, und das war das beste Licht, was ich bis jetzt hatte. Im Auto. Wahnsinn, ne? Ja. Musste man auch haben, weil auch Mecklenburg-Vorpommern und so sehr viele Wildwechsel ständig, weil das war ja nun gar nicht gefahren. Und abends war da dann auch gar nichts los, muss man auch mal sagen, ne? Vielleicht ist das doch gute alte DDR, ne? Genau, ohne die hätten wir ja auch diesen riesen Hirsch nicht gesehen, als wir mal vom Wolfgang Winterfeld zurückgekommen sind auf der linken Seite. Ja, der war kurz vor Staffenhagen, ne? Ein Riesending, zuerst dachte ich, ist ein Denkmal. Ja, hab ich auch. Er blieb stehen, na, ich habe ihn auch voll geblendet. Ein majestätisches. Also mindestens 20 Ende. Ja. Würde sagen 25 oder sogar 30 Ende. Der ne? war auch ziemlich weit rein noch und ja. Scheinwerfer haben wir ihn gesehen. Ja. Nein, jetzt bin ich nicht. Der hat sich selbst erschrocken, ne? Ja. Was für ein majestätischer Hirsch, ja. Hab nie so einen in freier Wildbahn gesehen. So ein Gehege, ja. Mit so einem Geweih, ne? Aber in freier. Nee, auch nicht, ne? So eine Geweih nicht. Nee. Aber in freier Wildbahn da, so Wahnsinn. Möchte sagen, da gehört mir auch viel, ne? Ja, das war auch mal was für gute alte DDR, ne? Und dann hatte man natürlich immer einen Ersatzschlauch mit und eine Luftpumpe. Weil natürlich auch überall was rumlag. Platten hatten wir sehr oft. Weil überall lag irgendwas rum. Danke für die Aufmerksamkeit.